Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever Schönbau an der rechten Rheinstrecke. Wir befinden uns im Bauabschnitt zwischen Osterspey und Braubach. Und ich hatte es ja schon erwähnt in der letzten Folge, da habe ich nochmal so einen kleinen landwirtschaftlichen Bereich entdecken können, den man gut wiedererkennen kann auf der Karte. Deswegen wollte ich den unbedingt mit einbauen und gesagt, getan. Da ist auch auf der Höhe so eine kleine Unterführung, damit die Landwirte da auch ihre Gerätschaften hinfahren können. Und das habe ich einfach versucht, hier einigermaßen mit Wiedererkennungswert umzusetzen. Hab mir hier erstmal Feldwege reingezogen. Und so das grobe Layout vorbereitet. Hier nochmal eine Behelfsschiene, um hier so eine kleine Stützwand reinziehen zu können. Und dazu Hilfenahme der Brücken- und Dammbaumod. So, einmal die richtige Breite und Länge und Größe gewählt und dann das Ding hier reingezimmert. Die Schienen wieder rausgerissen. Alles ein bisschen mit dem Terraforming-Tool bearbeitet. Und das Ganze dann mit ein paar Feldern versehen. Na, das ist auch schon eine etwas ältere Zeitraffer, da hatte ich das Update vom Farmer-Mod auch noch nicht installiert. Aber das habe ich ja letzte Folge schon gezeigt, mit 13 verschiedenen Grasarten. Wirklich sehr, sehr cool. So. Ich habe sogar hier in dem Bereich darauf geachtet, dass die Felder so einigermaßen die Textur haben, wie man das halt in der Realität erkennen kann. Also das sollte man wiedererkennen können, wenn man das auf der Karte vergleicht zwischen Osterspey und Braubach. Auch das habe ich so auf der beim Originalvorbild erkennen können, diese Pflanzreihen halt, ne? Hier habe ich sie einmal manuell gesetzt und dann ist mir eingefallen, das geht ja viel einfacher, indem man einfach die BLS-Fences verwendet. Da sind ja diese ziehbaren Hecken mit drin, das passt natürlich deutlich besser. Und geht deutlich schneller von der Hand, wie man sehen kann. Das geht ziemlich fix. So, dann habe ich hier ordentlich mit Gebüschen gearbeitet. Das mache ich immer noch an einigen Stellen, wo es mir sinnvoll erscheint, gerne per Hand. Wenn es darum geht, den Bahndamm halt wirklich ordentlich zuwuchern zu lassen. Ist ein bisschen mühsam, zugegebenermaßen, aber es lohnt sich halt. Also ich finde, das Gesamtbild, das passt schon. So, auch die Ufer, die ganze Uferseite bringe ich so langsam, aber sicher auch ein bisschen in Form. Ist natürlich auch viel zu tun. So, dann nochmal ein bisschen Waldpflanzen. Auch hier wieder nur mit Blaubäumen. Gefällt mir einfach extrem gut, wenn man das alles schön dicht zuwuchern haben will. Dann gelingt das eigentlich mit Laubbäumen am besten. Und ich lasse hier, wie in dem Fall, auch die Gebüsche und die kleineren Bäume auch gerne mal ins Wasser hineinragen. Das kommt ganz gut, finde ich. So, bis dahin schon mal gar nicht so schlecht. Bisschen Dekoarbeit noch natürlich mit Verkehrsschildern. Das kommt jetzt auch alles so nach und nach dazu. Dann hier soll noch eine Schranke hin. Das ist ja, also da dürfen ja nur landwirtschaftliche Fahrzeuge rein. Deswegen gibt es da eine Schranke. Das Ganze noch mit einem Zaun abgesichert. Den habe ich dann aber nochmal getauscht, den Zaun, weil mir die Zaunart hier nicht passend erschien. Und hier auch nochmal so eine kleine Stützwand uferseitig reingezogen. Und eben jene Stützwand noch ein bisschen zuwuchern lassen. Generell bastel ich sehr, sehr viel Gebüsch an das Ufer dran. So, dann sind wir auch schon wieder durch und gehen nochmal auf die Karte. Also, das ist der Bereich, der gerade eben in der Zeitraffer entstanden ist. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal mit der Kamera einmal den kompletten bisherigen Baubereich ab, weil ich da auch noch ein paar Umbaumaßnahmen getroffen habe. Die möchte ich ganz kurz zeigen. Und dann nehmen wir nochmal Platz in einem Führerstand und fahren hier einfach nochmal bis Braubach. So, in diesem Bereich, da habe ich einfach nochmal eine große Wiese angelegt mit dem Farmer-Mod, wie man sehen kann.
Das sieht, wie ich finde, sensationell aus. Diese ganzen Wiesen, diese dicht bewachsenen Wiesen vor allen Dingen. Noch einen schönen Holzzaun außenrum gezogen. Und dann ist das hier eigentlich eine ganz nette Geschichte geworden. Größtenteils Freestyle allerdings. Also hier habe ich dann nicht mehr so genau drauf geachtet, wie das da in der Realität aussieht. Na, dieser Schuppen, der hat mir einfach gut gefallen hier an der Stelle. Deswegen habe ich den hier aufgestellt. Und nicht wundern, also alles, was hier rund um die Oberleitungsmasten unterwegs ist, das wird einfach in der nächsten Folge nochmal thematisiert. Also auch diese kleinen Sockel, die ich hier noch reingezogen habe, das hat auch seinen Grund, weil sonst schweben diese Oberleitungsmasten so ein bisschen in der Luft. Hat mir nicht so gut gefallen, aber das wird einfach nächste Folge noch thematisiert. So, dieser Bereich, den ihr gerade in der Entstehung gesehen habt, hier habe ich dann stattdessen hier nochmal so ein kleines Holzmäuerchen hingeschmissen. Mir besser gefallen als dieser weiße Zaun. Hier habe ich auch nochmal so einen ganz normalen Holzzaun reingezogen. Und ich finde es auch wirklich sensationell, wie diese Zäune halt auch dem Terrain folgen. Das ist echt super umgesetzt. Fügt sich perfekt ein. Da schwebt auch nichts in der Luft oder so. Ist eine super präzise Mod. Muss man auch so mal hervorheben. So, dann weiter Richtung Osterspei. Hier habe ich noch so eine kleine Dammwand reingezogen. Ne? Nicht der Rede wert. Hat mir einfach gut gefallen an der Stelle. Und irgendwo gibt es hier auch so eine Art Stützwand, eine etwas größere. So, jetzt habe ich natürlich nicht auf dem Schirm, wie diese Straße hier heißt. Habe ich aber auch in der Realität ungefähr so entdecken können. Sollte man tatsächlich einigermaßen wiedererkennen können. Auch noch relativ simpel gehalten. Einfach nur die Straßen hier reingezogen, paar Gebäude aufgestellt und dann eben Zäune außenrum gezogen. Und das macht halt schon auch nochmal ziemlich großen Unterschied immer. Gefällt mir sehr, sehr gut hier an der Stelle. Dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Hier habe ich einfach so ein bisschen herumexperimentiert mit diesen Sexy Rocks, die neulich mal erschienen sind. Die sind auch bei den Steinen einfach einsortiert. Und damit kann man auch sehr, sehr viel anstellen. Also gerade auch für den Uferbereich sind die halt super geeignet. Ihr seht schon, hier sind verschiedenste Varianten einsortiert. Und man kann die auch skalieren, also man kann sie größer machen. Hier einfach bei Skalierung auf Vergrößern gehen und dann den Faktor auswählen bis hin zu riesigen Felsen. Oder man kann sie auch einfach verkleinern, dann geht man bei Skalierung auf Verkleinern und kann sie dann ganz klein machen. Also das ist auch eine riesige Bereicherung und gerade in diesem Bereich, wenn man sich das anschaut, das macht schon was her, wie ich finde. Na, auch diese Dammwand, hier diese Stützwand, ist einfach total im Freestyle entstanden. Habe ich, glaube ich, auch eine Zeitraffer dazu. Das wird auch nochmal nachgeliefert irgendwann demnächst. Ja, ich wollte eigentlich in die Zeitraffern dieser Woche deutlich mehr reinschnibbeln, aber da ist mir einfach irgendwann die Zeit ausgegangen. Aber hier kann man das ganz gut sehen mit diesen Sexy Rocks. Da habe ich einfach mal so ein paar Haufen hingeschmissen und das Ganze einfach mit Büschen kombiniert. Und das gibt auch schönes, stimmiges Gesamtbild, wie ich finde. So, ich will mal nicht zu viel Zeit verlieren. Das hier ist auch noch unterwegs entstanden. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Ich habe einfach versucht, all die Unterführungen mit einzubauen, die ich auf der Karte entdecken konnte und eben entlang der Strecke. Hier habe ich auch nochmal so eine ganz kleine, winzige Mini-Siedlung mit ein paar Häusern entdecken können, habe ich hier versucht umzusetzen. Die Feldwege im Großen und Ganzen haben hier auch einen relativ realistischen Verlauf. Aber je weiter das halt von der Bahnstrecke weggeht, desto weniger achte ich da auch drauf. So, dann sind wir hier wieder in Osterspei angekommen, was wir ja letzte Woche in der Mangel hatten. Da habe ich auch nochmal einiges gemacht, also aber alles halt im Bereich der Bahnstrecke. Das wird man auch gleich alles zu sehen bekommen. Beispielsweise dieses Vorsignal aus dem KS-Signalsystem befindet sich tatsächlich ziemlich genau an dieser Stelle. Dasselbe gilt für diesen Stromkasten da drüben. Dadurch ergeben sich natürlich auch die Vorsignalbarken. Da muss ich vielleicht die Abstände nochmal ein bisschen kontrollieren. Ist mir, glaube ich, ein bisschen zu lang geworden hier zum Beispiel. Und auch irgendwo auf Höhe des Bahnhofes haben wir hier genau den Geschwindigkeitsanzeiger. Mit Tempo 120 sollte auch korrekt dargestellt sein. Das war ganz schön mühsam. Also es gibt ja diese Open Railway Map, wo sehr, sehr viel erfasst ist. Also Bahnstrecken in Deutschland und auch im Ausland mit
den ganzen Sicherungssystemen dargestellt. Aber für genau diese Strecke, für die rechte Rheinseite, für diesen Bereich, nichts gefunden. Kein einziges Signal. In der Gegenrichtung schon, wie mir scheint. Und auf der linken, linken Rheinseite scheint das auch ziemlich lückenlos dokumentiert zu sein. Aber genau hier, auf diesem Gleis, wo ich es gebraucht hätte, nichts zu finden. Also, was habe ich gemacht? Führerstandsmitfahrt angeschmissen, auf den zweiten Bildschirm gelegt. Und dann halt wirklich immer so von Filsen ausgehend, kann ich euch gleich noch ein bisschen zeigen, was ich da so alles gebastelt habe. Bin ich dann halt einfach parallel quasi, habe ich mich da entlang gebastelt. Immer wieder ein paar hundert Meter gefahren, okay. Hier und da diese Signalisierung, also die diversen Hinweistafeln, alles was ich erkennen konnte und natürlich vor allen Dingen Signale. Dann wieder auf Stopp gedrückt, das versucht ungefähr so nachzustellen und dann wieder weitergefahren. Ihr könnt euch vorstellen, das ist echt mühsam und zeitaufwendig. Also deswegen wird das, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis das hier alles zufriedenstellend umgesetzt ist. Und ich kann auch nicht garantieren, dass das alles realitätsgetreu sein wird. Also ich bezweifle es mal. Aber ich gebe mir Mühe. Also in diesem Bereich, das kann man auf jeden Fall, wenn man das mit einer Führerstandsmitfahrt vergleicht, das sollte einigermaßen hinkommen. Dieses Gleis ist nachträglich noch dazugekommen. Das scheint mir in der Realität stillgelegt zu sein und ich glaube auch, dass sich hier keine Weiche mehr befindet. Aber wenn ich die Weiche rausreiße, dann erzeugt er mir hier halt bei dem restlichen Gleis einen Prellbock. Und das sieht echt nicht gut aus. Deswegen habe ich die Weiche jetzt einfach mal drin gelassen, habe so ein bisschen zuwuchern lassen. Und ich glaube, damit habe ich auch eine ganz gute Lösung bekommen. Hier punktuell so ein bisschen Schallschutz mal reingezogen, ne? Einfach für die Abwechslung. Und was habe ich noch umgebaut? Den Fußballplatz hier, den habe ich ein bisschen näher an die Strecke rangebracht. Habe ich dann eben auch bei der Führerstandsmitfahrt entdeckt, dass hier auch so ein, ja, in der Realität locker ein doppelt so hoher Zaun. Aber ich habe es ja auch schon mal angesprochen, es gibt noch einen höheren Zaun. Ich habe den auch installiert, muss ich hier nur noch verbauen. Also das werde ich hier nochmal abändern. Aber auch hier, das Hauptsignal befindet sich ziemlich genau an dieser Stelle. Konnte ich entdecken auf der Führerstandsmitfahrt, genauso wie der Stromkasten hier drüben. Also solche Details versuche ich schon realitätsnah umzusetzen. Was man hier auch noch entdecken kann auf der Führerstandsmitfahrt, was ich gesehen habe, ist halt so ein bisschen Fußball-Equipment, was auch noch irgendwie cool wäre. Da sind halt ein paar Tore abgestellt in dem Bereich und auch diese Pappkameraden, mit denen die Fußballspieler halt irgendwie Freistöße trainieren können und sowas, ne? Wo gibt ja so Pappkameraden als Mauer halt quasi, die man aufstellen kann. Aber gut, das gibt's alles nicht. Deswegen passt das schon so. Ansonsten, ja, mit den Oberleitungsmasten, ich habe es ja gesagt, machen wir in der nächsten Folge, wird das alles thematisiert, generell alles zum Thema Streckenbau aus dem Bereich, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht drauf ein. Auch dieses Vorsignal befindet sich ziemlich genau hier, auch den Kabelkanal konnte ich hier entdecken. Ne, alles so Elemente, die ich halt versuche mit einzubauen. So, wir nähern uns der Führerstandsmitfahrt. Die Kirche hier in Filsen, die habe ich noch mit eingebaut, weil das war auf jeden Fall ein wichtiger Eyecatcher, die hatte ich im ersten Bauabschnitt übersehen. Tatsächlich auch mit so einem winzig kleinen Friedhof, der sich hier befindet. Und hier ist tatsächlich auch gerade eine Beerdigung im Gange. Na gut, hier vielleicht noch so ein kleines Mäuerchen draufziehen, um das hier ein bisschen von der Bahnstrecke abzuschirmen, wäre, glaube ich, noch eine ganz gute Idee. Aber ansonsten haben wir hier auch wieder so einen kleinen Eyecatcher, der für ein wenig Wiedererkennungswert sorgen sollte. So, und hier müsste eigentlich irgendwo schon ein Zug unterwegs sein. Oh ja, der IC79, der unlängst erschienen ist, den gibt es bei der Mod-Werkstatt. Den habe ich jetzt auch auf die Strecke gebracht hier. Sehr, sehr schöne Geschichte. Und passt natürlich wunderbar zum Thema. Bespannt mit einer orientroten 103. Da werden wir uns jetzt auch direkt mal, machen wir es uns mal bequem im Führerstand. Ich habe größtenteils habe ich die Baureihe 103 in der, ja, quasi in der Original, in der beigen Lackierung im Einsatz. Aber so eine habe ich jetzt hier auch mal hineingemischt. So, dann nehmen wir mal Platz hier und schauen uns die ganze Geschichte aus der Führerstandsperspektive an. Das war das erste Signal, was ich hier aufgestellt habe, als ich das erkannt habe. Hektometertafeln, seht ihr, habe ich jetzt auch an die Oberleitungsmasten dran geklebt. Das ist natürlich auch relativ mühsam und zeitaufwendig vor allen Dingen. Deswegen bin ich da auch noch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Aber generell habe ich einfach mal hier mit vielen Hinweistafeln gearbeitet. Gerade eben konnte man es bei der Brücke schon gut sehen, die Schneepflugtafel. Hier haben wir jetzt die Beerdigung links im Bild. Gleisgeschwindigkeiten, also die, was die Geschwindigkeitsanzeiger angeht, das passe ich natürlich auch einfach natürlich den Gegebenheiten der Karten, also der Karte an. Also ich habe ja hier in dem Streckenverlauf in den Bahnhofsbereichen immer Tempo 80, deswegen nehme ich das natürlich hier auch mit rein. Und wo es aber passt, entnehme ich das schon der Realität, wenn es irgendwie geht.
Aber da muss ich natürlich immer wieder Kompromisse eingehen. Nicht so bei diesem kommenden Vorsignal zum Beispiel. Das befindet sich tatsächlich genau dort in der Realität. Und das Signalsystem, KS-Signal in dem Fall, sollte korrekt sein hier in dem Abschnitt. Also das passt schon im Großen und Ganzen. Würde ich mal behaupten. Und ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin schon ziemlich überzeugt davon, dass das bislang, also was den Streckenbau angeht, das Beste ist, was ich jemals fabriziert habe. Das ist halt, auf der letzten Karte kam das wirklich zu kurz. Das hatte ich in manchen kleineren Abschnitten wirklich gut in Form gebracht, aber halt nicht die komplette Strecke entlang. Das will ich hier schon alles mitnehmen. Auch hier diese Hinweistafel, ich habe vergessen, wofür die eigentlich steht. Ich glaube Betriebshalter, ich weiß es nicht mehr. Aber war auch zu sehen bei der Führerstandsmitfahrt. Habe ich also genau dorthin gepackt. Geschwindigkeitsankündiger Tempo 80. Ab hier gilt dann Tempo 80. Passt auch soweit. Ja, was soll ich sagen? Ist nochmal ein bisschen netter geworden als bis, also im Vergleich zur letzten Mitfahrt. Auch bei den Bahnhöfen habe ich jetzt ein bisschen angefangen hier mit der Dekoarbeit. Ne, ihr seht schon, einige Sims aufgestellt, Fahrkartenautomaten und dergleichen mehr. Das kommt jetzt auch so nach und nach alles dazu. Ah, herrlich sieht das aus. Und die KS, also diese KS-Signale mit dem Auslegermast, die habe ich selber auch noch nie benutzt bislang. Also das ist jetzt auch Premiere für mich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier sind jetzt auch aktuell keine Hektometertafeln mehr, ne? Also weiter bin ich einfach noch nicht gekommen. Und irgendwann hören auch die Oberleitungsmasten auf, weil das ist, also wie gesagt, das dauert halt einfach seine ganze Weile. Aber es lohnt sich, das ist es schon wert, die extra Meile zu gehen. Macht halt einfach einen fetten Unterschied. Und man hat einfach deutlich mehr Variationen bei diesen ganzen Oberleitungsmasten. Also da sind jetzt auch... Hier, glaube ich, kommen sie jetzt auf der Höhe. Nee, doch nicht. Aber ich habe auch schon... Ja, doch, hier links gut zu sehen. Abspannmast mit den Gegengewichten. Ne? Hier fehlen wieder einige Oberleitungsmasten. Hier habe ich ein bisschen mit dem Gras rumgekleckert, bemerke ich gerade. Dann sieht man mal ein bisschen, wie sie wegreißen. Aber tendenziell kann man, glaube ich, jetzt schon ganz gut erkennen, wo die Reise hingeht. Also, ich bin super zufrieden mit diesen Bildern. Und ich hoffe wirklich inständig und ich werde mir Mühe geben, die Performance möglichst lange stabil zu halten. Und ich habe ja auch noch Stellschrauben, an denen wir drehen können. Also man darf nicht vergessen, aktuell ist alles noch volle Möhre aufgerissen. Also maximale Einstellung. Mehr geht nicht und da kann ich ja locker noch ein bisschen runtergehen. Ohne dass es gleich irgendwie kacke aussieht. Also das ist alles kein Problem. So, sehr schön. Jetzt sieht man nämlich auch die Burg im Hintergrund. Die Marxburg. Links im Bild, das müsste Spey sein, habe ich jetzt auch schon so ein bisschen erweitert in der Zwischenzeit. Wird auch nochmal thematisiert in der eigenen Folge, wenn sich da ein bisschen mehr Zeitraffermaterial gesammelt hat. So, dann kommen wir hier an diesem kleinen landwirtschaftlichen Abschnitt vorbei. Fügt sich auch sehr schön ein, gerade aus der Führerstandsperspektive. Nett anzusehen. Leider hat die 103 keine anderen Perspektiven anzubieten. Also diese verschiedenen Kameraansichten leider bei der 103 nicht der Fall. Aber egal, das passt schon. Ja, sehr schön. Jetzt die Marxburg. Wie sie da oben thront. Über der Ortschaft Braubach. Die Wiesen sehen schön aus hier. Und hier, also ab der Ecke hier ist Signalisierung Freestyle. Weiter bin ich da einfach nicht gekommen. Wie gesagt, das ist, also irgendwie ist es cool, aber andererseits auch wirklich mühsam, da das Ganze immer mit der Führerstandsmitfahrt abzugleichen. Ja, es ist schon zeitaufwendig einfach, ne? Aber zum Glück gibt es einfach, also qualitativ hochwertige Führerstandsmitfahrten. Ich glaube, Ananas heißt der Kanal. Ananas 47 irgendwas, irgendeine Zahl. Und das ist halt wirklich also hochauflösend, man kann alles absolut perfekt erkennen. Großes Kino. Das hilft ungemein. Ah, Tempo 60, naja, wahrscheinlich der Kurve geschuldet. Macht aber auch nichts. Eigentlich ist mir das ganz recht, wenn es hier ein bisschen langsamer zur Sache geht. Damit man auch einfach ein bisschen was erkennen kann. Hier sind wir gerade an der Müllsammelstelle vorbei. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausblick, ein paar Meter fahren wir noch.
Richtung nächsten Bauabschnitt, der wahrscheinlich dann auch schon kommende Woche über die Bühne gehen wird. Die Gärten sind auch schon so ein bisschen ausdekoriert. Hier links im Bild konnte man es ganz gut erkennen. Hier entsteht dann demnächst noch ein Autohaus, rechte Hand. Und das wird dann schon quasi der übernächste Bauabschnitt, und zwar in Lahnstein. Dort, wo sich, hier auf der Höhe befindet sich relativ viel Industrie. Damit habe ich schon begonnen, das so ein bisschen umzusetzen. Und ungefähr dort, wo sich die Maßstäbe befinden, hier diese riesigen Dinger hier links im Bild, ungefähr dort wird dann so dieser alte, stillgelegte Güterbahnhof entstehen. So, ja, dann sind wir thematisch eigentlich durch. Ich verabschiede mich dann direkt aus dem Führerstand. Ich schnippel euch wie üblich noch ein paar bewegte Bilder aus den letzten Bauabschnitten hinten dran. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder mit dem Thema Streckenbau. Bis dahin und macht's gut.